Die Weihnachtsgeschichte? Vor langer Zeit machte sich in einem fernen Land ein Paar auf eine Reise. Sein Ziel war eine Stadt namens Bethlehem. Der Mann hieß Josef und war Zimmermann. Seine Frau hieß Maria und erwartete ein Kind. Deshalb ritt sie auf einem Esel, während Josef zu Fuß ging, über Berge, durch Täler und auf staubigen Straßen. Ihre Reise war lang und beschwerlich, und als sie nach vielen Tagen eines Nachts schließlich Bethlehem erreichten, waren sie sehr, sehr müde. Und die Nacht war dunkel und kalt. Maria und Josef machten sich auf die Suche nach einer Herberge. Doch leider wollten zu jener Zeit sehr viele Menschen in Bethlehem übernachten. Und so gab es in der ganzen Stadt kein einziges freies Bett mehr. Ein freundlicher Gastwirt hatte Mitleid mit ihnen. "Dort hinten am Ende der Weide steht ein Stall", sagte er. "Da könnt ihr euch in Stroh legen und an den Tieren wärmen." So gingen die beiden zum Stall und richteten sich zwischen Ochs und Esel ihr Nachtlager ein. Und siehe da, in dieser Nacht wurde das Kind von Maria geboren. Es war ein Sohn und seine Mutter nannte ihn Jesus. Maria wickelte Jesus und bettete ihn in das weiche Heu einer Futterkrippe. Währenddessen hüteten ein paar Hirten auf den Feldern ihre Schafe. Ihnen erschien ein Engel, der von der Geburt des Kindes berichtete, und sogleich machten sie sich auf zur Krippe. Zur selben Zeit leuchtete über dem Stall ein ganz besonderer Stern. Er war größer und schöner und strahlte viel heller als alle anderen Sterne neben ihm. Und selbst die Menschen in weiter Ferne konnten ihn am Nachthimmel über dem Stall von Bethlehem stehen sehen. Auch drei Weise aus dem Morgenland bemerkten den wundersamen Stern. "Hurra! Das muss ein Zeichen dafür sein, dass unser neuer König geboren ist", freuten sie sich. Sie packten die wertvollsten und schönsten Geschenke ein, die sie besaßen. Dann stiegen sie auf ihre Kamele und ritten in Richtung des Sterns, um das Neugeborene zu begrüßen. Als die drei Weisen am Stall zu Bethlehem ankamen, war die Freude groß. Sie beschenkten das Jesuskind reichlich mit glänzendem Gold, duftendem Weihrauch und kostbarer Myrrhe und blieben die ganze Nacht. Alle waren sich sicher, Gott wird dieses Kind auf einen besonderen Weg führen. Zur selben Zeit herrschte in jenem Land ein König. Er hieß Herodes. Auch er sah den Stern und er hörte von Jesus, der bald der neue König im Land sein sollte. Da wurde Herodes zornig, denn er wollte unbedingt selbst König bleiben. Er befahl seinen Soldaten, das Jesuskind zu finden, um es zu töten. Doch im Traum erschien Josef ein Engel. Er warnte ihn vor König Herodes und seinen finsteren Plänen. "Der König will eurem Jungen Böses zufügen. Flieh mit deiner Familie, lieber Josef. Flieht so schnell ihr könnt und seid mutig und stark." Als Josef aufwachte, weckte er Maria und sagte, "Maria, komm, wir sind in großer Not und müssen schnell aus dem Land fliehen. Die Soldaten suchen uns und das Kind ist in großer Gefahr." Maria und Josef nahmen nur mit, was sie am Körper trugen. Sie ließen die kostbaren Geschenke der drei Weisen zurück und machten sich mit dem kleinen Jesus auf den Weg in ein fremdes Land. Dort würden sie sicher sein vor König Herodes und seinen Männern und in Frieden leben. Doch als sie an die Grenze kamen, war da eine Mauer aus Menschen. Und diese Menschen waren wütend und schrien, "Ihr seid in unserem Land nicht willkommen. Eure Probleme wollen wir nicht hören. Wir haben keinen Platz für euch." Da mussten Maria und Josef mit Jesus umkehren und zurück in ihr Land gehen. Sie hatten große Angst und bangten um ihr Leben und das ihres Kindes. Denn sie wussten, die Soldaten des Königs würden sie schon heute Nacht finden. Und die Nacht wurde dunkel und kalt. Frohe Weihnachten!